meine Damen und Herren, im vergangenen Jahr konnten wir keine Preisverleihung durchführen. Sie wissen alle, warum. Schön ist es, Sie jetzt wieder zu sehen und dass wir auch zusammensitzen können in so einem Saal jetzt hier in dieser wunderbaren Landesvertretung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Wir verleihen den Werner-Bonnoff-Preis wieder den Paragraphendschungel, dieses Mal für 2 Jahre, für 2020 und für 2021. Und unsere Gastgeber bitten alle Rednerinnen und Redner, wenn sie nach vorne kommen und ihren Weg hier durchschreiten, bitte die Maske zu tragen und dann hier oben selbstverständlich die Maske wieder abzunehmen und auf dem Rückweg dann die Wiederanlage nicht zu vergessen. Vielen Dank. Damit ist auch schon Zeit für unsere Hausherrin. Dr. Antje Draheim ist Staatssekretärin und Bevollmächtigte des Landes Mecklenburg-Vorpommern beim Bund. Sie ist die Gastgeberin und die bitte ich Sie jetzt ganz herzlich zu begrüßen. Es ist die erste wirkliche Veranstaltung, vor richtigem, echten Publikum mit ganz vielen Leuten. Seien Sie mir sehr, sehr willkommen. Also wunderbar. Sehr geehrter Herr Professor Schuppert, sehr geehrter Herr Bartelt, sehr geehrter Herr Drabe und sehr geehrte Frau Pasel, liebe Nominierte und Preisträger, liebe Gäste, herzlich willkommen in der Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern. Ich reihe mich ein in eine ganz lange Reihe von Gastgeber und Gastgeberinnen der Landesvertretungen. Das finde ich schön. Das hat ja schon Tradition. Ich glaube, die letzte 2019 fand in Nordrhein-Westfalen statt, quasi gegenüber. Und insofern freue ich mich, dass wir auch dabei sein können. Unternehmertum ist was ganz Wichtiges. Wem sagen Sie das? Hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern könnten wir viel mehr davon brauchen. Paragraphendschungel brauchen wir nicht mehr. Ich finde jedenfalls die Idee für Ihren Preis ganz großartig. Ich freue mich auf die heutige Preisverleihung. Und weil Mecklenburg-Vorpommern so ein tolles Land ist, kriegen wir gleich 2 davon heute Abend. Ganz gut gemacht haben Sie das. Vielen Dank. Ich wünsche uns allen einen erfreulichen Abend. Und wann immer Sie eine Norm aus MV finden, die Ihnen nicht passt, Sie dürfen mich ansprechen. Dann ist es mir eine besondere Freude, die ehemaligen Preisträger der Bonhoff-Stiftung zu begrüßen. Und zwar jetzt in der Reihenfolge der zeitlichen Reihenfolge Herrn Graf, Preisträger 2006, Herrn Beigel, Preisträger 2007, Herrn Heitlinger, Preisträger 2010, Tim Wessel, Preisträger 2013, Christa Weidner, Preisträgerin 2016. So, nominiert für den Werner-Bonhoff-Preis 2020 ist zuerst Holger Linden. Holger Linden ist ein Bäckermeister aus Überzeugung, er ist aber nicht Mitglied der Bäckerinnung. Dennoch wird er von dieser aufgefordert, jetzt Lehrlingsbetreuungsgebühren zu entrichten. Und er findet, das sei doch an strenge Voraussetzungen geknüpft und überhaupt auch nicht sinnvoll und intransparent. Und deshalb entschließt er sich zu klagen gegen diesen Gebührenbescheid. Das tut er erfolgreich, das Verwaltungsgericht gibt ihm Recht. Damit hat er Verbesserungen auf den Weg gebracht, die vielen Unternehmerinnen und Unternehmern zugutekommen werden. Der zweite Nominierte, meine Damen und Herren, ist Christian Lellau. Er ist Handwerksmeister und er ist ein ganz besonderer Handwerksmeister. Er ist vor allem, das ist wichtig hier, in Sachsen-Anhalt. Denn unser Land ist geteilt, was Baugenehmigungsverfahren angeht. Sie können Ihre Bauvorlagen selbst bei Behörden einreichen, in 7 Bundesländern, aber eben nicht in Sachsen-Anhalt. Da brauchen Sie einen Architekten oder Ingenieur zusätzlich. Und unser Mann ist der Meinung, ich bin staatlich geprüfter Zimmermeister und Bautechniker, ich kann das eigentlich und brauche deshalb diese andere nicht. Und deshalb setzt er sich erfolgreich dafür ein, dass diese Beschränkung für seine berufliche Qualifikation geändert wird. Er schafft es, eine Debatte im Landtag auszulösen und erhält tatsächlich die gewünschte Änderung der Landesbauordnung. Also ein großer Erfolg. Peter Sachteleben, meine Damen und Herren, unser dritter Nominierter, Biolandwirt aus Osnabrück. Er möchte seine Schweine in Freilandhaltung halten. Dies ist nicht so einfach. Die Vorgaben des Veterinäramtes sind für ihn nicht umsetzbar. Er gibt aber nicht auf, ist kreativ. Die Idee, mobile Schweineställe. So, das Bauamt sagt, das erfordert ein förmliches Baugenehmigungsverfahren samt Emissionsgutachten. Der Landwirt stößt deshalb auf viele Hürden, die er tatsächlich überwindet. Er braucht dafür 2 Jahre, also langer Atem, aber am Ende erfolgreich. Der letzte Nominierte des Jahres 2020 ist Wolfgang Karnig. Er ist Hotelier und er ist aus Suhl.
Und Suhl hat eine neue Kurbeitragssatzung in Kraft gesetzt. Wenn Sie dort in Geschäften nach Suhl reisen, müssen Sie ab dem zweiten Tag trotzdem diesen Beitrag entrichten, obwohl Sie eigentlich zum Arbeiten da sind. Und unser Hotelier ist der Meinung, er weiß aus seiner Praxis, wir kommen entweder zum Arbeiten oder zum Urlaub machen, ist deshalb dagegen. Und er kämpft dafür. Tatsächlich wird die Satzung vom zuständigen Oberverwaltungsgericht aufgehoben. Also ein großer Erfolg für Wolfgang Karnig. Das waren unsere 4 Nominierten. In der Ausgabe der Süddeutschen Zeitung vom 10. August fand ich einen Artikel auf Seite 16 und ich zitiere wörtlich: Was macht Schweine wirklich glücklich? Mir war sofort klar, dass dieser Artikel nur von unserem Preisträger handeln kann. Denn wo sollen sie sonst glücklich sein, wenn nicht mit diesen mobilen Schweineställen? Sie haben es gesehen. Sahen diese Tiere nicht glücklich aus? Ich fand, die waren wirklich gut aufgelegt. Und ich bin deswegen sehr froh, dass wir mit Herrn Peer Sachteleben einen so engagierten Preisträger loben können. Warum bekommt Herr Sachteleben, der so gut mit Schweinen umgehen kann, eigentlich jetzt noch einen Preis der Bonhoeff-Stiftung, die sich ja schließlich mit Bürokratie beschäftigt? Das ist aber leicht zu erklären. Denn Herr Sachteleben ist bei seinem Bemühen, mit den Schweinen artgerecht umzugehen, mit der Bürokratie aneinander geraten, und zwar nicht nur mit einer, sondern mit einer Vielzahl von Behörden, die sich darin übertroffen haben, ihm bei unterlassenen Kooperations- und Koordinationsanstrengungen das Leben schwer zu machen. Nämlich einmal schablonenhaftes Denken und zum anderen, das andere Stichwort hatte ich genannt, selektive Aufmerksamkeit. Und das bedeutet, wenn man sich das klar macht, dass man von einer Verwaltung in vielen Fällen auch kein anderes Verhalten erwarten kann. Bei der selektiven Aufmerksamkeit liegt das eigentlich in der Konstruktion der Bürokratie, dass jede bürokratische Unterorganisation das aus ihrer Perspektive wahrnimmt. Und das Problem ist, dass dann das eigentliche Gesamtproblem nicht in den Blick bekommt. Und das Zweite ist eben das schablonenhafte Denken, dass eben natürlich die Verwaltungsroutinen Halt geben, auch dem einzelnen Mitarbeiter und Sachbearbeiter, an dem muss man ja auch denken. Und ich finde, dass unser Preisträger es in jedem Sinne verdient hat, von uns ausgezeichnet zu werden, weil er diese Probleme in wunderbarer Weise, wie auch der Film gezeigt hat, verdeutlicht hat. Herzlichen Dank, alles Gute, herzlichen Glückwunsch. So, Glückwunsch und Applaus hat unser Preisträger schon bekommen. Jetzt die offizielle Würdigung und Preisübergabe und die übernimmt Herr Till Bartelt, das ist der Vorstand der Werner Bonhoeff Stiftung. Sagen Sie vielleicht noch was zur Sturheit, die hat mich sehr beeindruckt. Ich bin ja auch aus Niedersachsen. Ich finde es gut, wenn jemand da ein bisschen durchsetzungsfähig ist. Ohne Sturheit wäre es nicht gegangen, oder? Ich weiß nicht, ob es die Rolle des Landwirts ist oder des Norddeutschen oder des Niedersachsen. Auf jeden Fall war sie da nötig und hat gut geholfen. Vielen Dank. Ich habe mir Notizen für eine große Rede gemacht. Da stehen 2 Namen drauf. Frau Große und Frau Wagner. Vielen Dank an Sie, weil ich glaube, Sie haben die Arbeit geleistet. Vielen Dank an den Vorstand, dass Sie sich dafür entschieden haben, dass wir den Preis bekommen. Der Preisträger hat seinen großen Scheck mitgenommen. Vielen Dank dafür. Und jetzt einmal durchatmen, meine Damen und Herren, und dann gehen wir ins Jahr 2021, denn wir haben ja noch einen Preis heute zu verleihen. Hier die 4 Nominierten, und die habe ich wieder auf großen Zetteln
Jetzt kommt noch mal eine Lady endlich. Vera Dietrich ist Online-Händlerin und sie hatte Ärger wegen eines kleinen Fehlers bei der Angabe der Materialzusammensetzung eines Wollschals. Deshalb wird sie durch einen Abmahnverein abgemahnt. Aber im Gegensatz zu den meisten lässt sie sich nicht einschüchtern und sie unterschreibt keine Unterlassungserklärung. Die würde sie bei erneuten Verstößen nämlich zu hohen Strafzahlungen verpflichten und das möchte sie nicht. Vera Dietrich ist sehr engagiert, sie startet eine Bundestagspetition und in der Folge dieser Petition verabschiedet tatsächlich die Bundesregierung im Dezember 2020 das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs. Die Abmahnung wird somit finanziell unattraktiver und die Menschen, die das tun, für die wird es schwieriger. Und dafür gebührt Frau Dietrich in jedem Fall großer Dank, finde ich, unsere erste Nominierte. Der zweite ist Holger Laudelei. Er bringt in Deutschland ein Balkonkraftwerk für die Steckdose auf den Markt. 2013, da hatte die EU alle Mitglieder verpflichtet, also auch uns in Deutschland, den Ausbau der Eigenversorgung mit erneuerbaren Energien zu erleichtern. Das tut Holger Laudelei, aber Deutschland hat keine pragmatischen Regeln für die Umsetzung solcher kleinen Anlagen erlassen. Das führt zu großen Problemen. Der Unternehmer leistet Überzeugungsarbeit, er engagiert sich in diversen Gremien und mittlerweile kann jeder Haushalt im Land diese Art von Solarstrom jetzt unproblematisch beziehen. Marco Scheel ist unser Dritter. Er produziert robuste Outdoor-Bekleidung aus der Wolle des sympathischen Pommernschafes. Er hat ein Grundstück im sogenannten Außenbereich. Er möchte dort zwei ehemalige Ställe sanieren und ertüchtigen für das, was er da jetzt tun möchte. Es gibt aber keine Baugenehmigung. Marco Scheel gilt mit seinem Betrieb nicht als originär landwirtschaftlich. Und deshalb soll er in ein neues Gewerbegebiet, was er nicht möchte. Eventuell kennen Sie die NDR-Reportage oder das YouTube-Video, in dem er sehr, ja, sehr deutlich sagt, was er daran unsinnig findet. Und dieser Zorn ist am Ende produktiv, denn er löst eine Diskussion aus und zeigt gängige Verwaltungspraxis und Fehler, die eben viele Unternehmerinnen und Unternehmer hemmt. Ja, Professor Schuppert hat darauf hingewiesen, woher das kommt. Der letzte Nominierte, meine Damen und Herren, ist Thomas Müller. Er hat ein Pflegestart-up, die Curassist GmbH. Pflegekräfte werden durch ihn unterstützt, freiberuflich Fuß zu fassen. Und Thomas Müller übernimmt deren Abrechnung mit Kranken- und Pflegekassen. Warum ist das wichtig? Weil das sehr kompliziert ist. Wir haben 103 Krankenkassen und genauso viel angegliederte Pflegekassen. 103. Jede Fachkraft muss sich bei jedem neuen Patienten einem neuen Zulassungsverfahren unterziehen. Wir können uns vorstellen, dass das nicht sehr pragmatisch ist. Aber Pflegedienste müssen das eben nicht. Thomas Müller hat Verbesserungsbedarf in den Prozessen der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen erkannt und er hat eine wichtige Brücke gebaut, auch das im Moment sehr wichtig, zwischen Fachkräften und dem Arbeitsmarkt. Das war unser vierter Nominierter. Wer hat gewonnen? Wer ist Preisträger 2021? Die Auslösung diesmal in Form der Laudatio und die kommt von Kai Drabe, das ist der stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums der Werner-Bonhoff-Stiftung. Bitte schön, Ihre Bühne. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste und wie Professor Schuppert sagte, liebe Freunde der Werner-Bonhoff-Stiftung, ich freue mich, dass ich dieses Jahr die Laudatio halten darf für unseren Preisträger 2021. Und lassen Sie mich vorab einige Worte zur Arbeit der Werner-Bonhoff-Stiftung sagen, insbesondere zum Bürokratietherapieprojekt. Bürokratietherapie ist ein Mitmachprojekt der Werner-Bonhoff-Stiftung und soll motivierten Unternehmerinnen und Unternehmern letztendlich in Deutschland mit ihren authentischen Fällen, die uns geschildert werden, die Möglichkeit geben, die bürokratischen Hürden aufzudecken. Das hat sich seit 2005 bis heute kontinuierlich durchgezogen und insofern sind wir der Meinung, dass offenbar Bürokratie nicht wirklich verschwindet. Bürokratieprobleme kommen aber nicht allein vom Gesetzgeber, doch dazu später mehr. Ich möchte Sie auch darauf hinweisen, dass Sie nachher alle Fälle auch noch mal detailliert im Foyer in der Ausstellung sich ansehen können und würde Sie herzlich einladen, dies auch bitte zu tun.
Zugleich möchte ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle Werner Bonhoff Stiftung danken, weil die kommen immer zu kurz bei solchen Preisverleihungen, denn ohne ihre Beharrlichkeit und vor allem ihr juristisches Verständnis würden wir gar nicht diesen Preis heute verleihen können. Insofern einen herzlichen Dank und auch bitte einen großen Applaus. Nun aber zu unserem diesjährigen Preisträger. Unseren Preisträger des Jahres 2021 kannte ich zunächst nur aus unzähligen YouTube-Videos. Das EU-Parlament, wir hatten es eben schon gehört, setzte sich bereits im Jahr 2013 für kleine dezentrale PV-Anlagen ein. Warum macht das nicht jeder, fragte ich mich. Stellen Sie sich vor, es gibt eine gute Idee, die nicht nur ökologisch, sondern auch noch ökonomisch sinnvoll ist und dessen einfache Umsetzung scheitert wie so oft an Bürokratie und Normen. Was kann man in einem solchen Fall machen? Aufgeben oder unermüdlich kämpfen, um die Widerstände zu überwinden? Unser diesjähriger Preisträger hat sich für einen unermüdlichen Kampf gegen die Bürokratie und für die Anpassung der Normen entschieden. Durch seine Pionierarbeit und sein beharrliches Ringen mit der Bürokratie hat Herr Laudelei als einer der wesentlichen Akteure dabei geholfen, interessierten Bürgern ein praktisches Angebot machen zu können, durch ihr eigenes Balkonkraftwerk unkompliziert Solarenergie zu gewinnen und damit einen Teil des Strombedarfs selbst zu decken. Herzlichen Glückwunsch zum Werner Bonhoff Preis 2021. Jetzt ist es Zeit für Herrn Bartelt mit unserem wunderbaren Preis 2021. Hier ist der Preisträger für Sie. Jetzt haben wir noch einen Scheck, das ist ja durchaus auch nicht ganz unwichtig. Ein paar Fotos für die Nachwelt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wir haben schon gemerkt, also wenn man jetzt, sagen wir mal, eher zarter, zurückhaltender Charakter ist und die sagen dann zweimal, nee, mach mal nicht, dann ziehen wir uns vielleicht eher zurück. Es braucht schon ein bisschen breite Brust, um das so durchzustehen, oder? Ja, also da, wenn Sie sich mit dieser Bande anlegen, dann müssen Sie schon richtig reinlangen, sonst wird das nichts. Und der Kampf, der geht ja jetzt, wenn man mal die Zeit nimmt, also 20 Jahre. Und das war auch nötig. Und wir sind wirklich ein Stück weitergekommen heute. Und dank der Werner Bonhoff Stiftung sind wir jetzt heute in der Lage, da das natürlich entsprechend heute auch bei YouTube verbreitet wird, werden wir diese sogenannten Balkonkraftwerke natürlich wesentlich in die weitere, breitere Masse jetzt streuen können. Ja, das ist so. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch. Und damit, meine Damen und Herren, wir müssen heute auf das Gruppenfoto aus den Gründen, die Sie kennen, verzichten. Wir werden aber nachher noch ein paar Corona-konforme Fotos mit Ihnen da draußen schießen. Jetzt ist es an der Zeit, dass Sie alle darüber gebeten werden zu einem wunderbaren Empfang, zu einem schönen Get-Together. Bitte beachten Sie die Regeln, die Sie alle kennen. Es gibt auch noch mal auf vielen Stelen viel für Sie zu sehen und noch mal nachzulesen. Bitte nehmen Sie das in Anspruch. Networken Sie, seien Sie nett zueinander. Schön, dass Sie hier sind und uns allen einen wunderschönen Abend. Vielen Dank. Es war meine erste große Veranstaltung seit von Beginn von Corona. Sie war sehr locker. Ich mag diese lockere Art, wie moderiert wird, wie die Themen rübergebracht werden. Und ich treffe ganz viele tolle Leute. Und das gibt wirklich Mut, auch zu kämpfen in diesem Bereich gegen Bürokratie, für Selbstständige, was auch immer. Sehr inspirierend. Besonders begeistert mich der Fokus hier bei der Veranstaltung, nämlich dass Menschen, die es geschafft haben, den Paragraphendschungel oder die Bürokratie Hürden zu überwinden, geehrt werden und somit erstmal was Positives in den Fokus gerückt wird. Das finde ich großartig, weil ich finde, gerade in der heutigen Zeit wird viel zu oft das Negative in den Fokus gerückt und man verliert so den Blick für die Erfolge. Ich fand die Veranstaltung hier wunderbar. Es ist eine tolle Location hier und ich finde das total gut und richtig, dass Leute geehrt werden, die gegen die Bürokratie in unserem Land kämpfen und dass sie auch einen Raum bekommen. Besonders gut gefallen hat mir, dass alle Fälle oder alle Nominierten einmal präsentiert wurden, dass man mal gesehen hat, wer setzt sich hier in Deutschland wirklich total für uns ein oder für die Sache für steht und sagt, nee, hier werde ich gehindert durch einen Paragraphen und das akzeptiere ich nicht. Und dass es so viele Menschen gibt, die sagen, ich stehe auf, erhebe meine Stimme und setze mich ein. Was ich an den Fällen besonders fand, war, dass es Menschen sind, die sich für etwas einsetzen und die nicht aufgeben.
Und ich erlebe in meinem Alltag, in meinem Berufsalltag viele Menschen, die die Hoffnung aufgegeben haben, die, also wo eine gewisse Langeweile da ist und eine gewisse Teilnahmslosigkeit. Und das ist immer faszinierend, wenn Menschen sich für etwas einsetzen, dafür kämpfen und schlussendlich vielleicht sogar Erfolg haben. Und das haben wir ja heute gesehen. Dass gezeigt wird, was das alles, wie gaga das manchmal ist, diese ganzen Vorschriften, die uns umgeben. Und ein bisschen gesunder Menschenverstand wäre häufig ganz angebracht. Ich fand auch den, also er leider nicht gewonnen, der Zimmermann sehr gut, der in seiner Art und Weise auch versucht hat, in seinem Bereich etwas zu machen. Schlussendlich will ich es gar nicht retten. Eigentlich hätten für mich alle Kandidaten den Preis verdient. Und die unterschiedlichen Fälle, die haben mich schon sehr interessiert und habe mir völlig entgeistert erstmal die Fälle durchgelesen, also ein paar Fälle, die hier so aushängen. Und war dann überrascht, dass diese breite Branche da ist und dass man, und dass die so viel Unterstützung bekommen. Ich habe mich dann sehr intensiv mit den vergangenen Preisträgern auch beschäftigt und bei Tim Wessels, da bin ich schon so ein bisschen hängen geblieben. Das hat mich sehr beeindruckt. Weil das natürlich ein Thema ist, mit dem ich mich selbst beschäftigt habe, auch im Zuge der Corona-Pandemie. Wie werden selbstständige Unternehmer in Deutschland wahrgenommen und ja auch im Zusammenleben mit Arbeitnehmern und auch im Vergleich? Was ich mir wünsche für die Stiftung, also momentan bin ich eigentlich wirklich zufrieden. Ich finde die Themen, die ja so unterschiedlich sind, auf der einen Seite also dieses Kämpfen gegen Bürokratie, die zweite Schiene, dieses ganze Thema Mobbing und Gewalt an Schulen, das sind so zwei unterschiedliche Themen, die aber trotzdem mit zu tun haben, weil auf der einen Seite wird Jugend entwickelt, Kinder entwickelt und auf der anderen Seite werden Menschen belohnt und auch gefördert, die wirklich einen Mehrwert für uns alle irgendwo dienen, was in der Öffentlichkeit sonst gar nicht irgendwie zum Tragen kommt. So weitermachen. Leute, die im Schatten stehen, die, wo die Fälle nicht so bekannt ist, die nach vorne holen, die auf die Bühne stellen und sagen, das habt ihr gut gemacht, macht weiter so und anderen Mut machen, auch gegen unsinnige Vorschriften zu kämpfen und das anzuprangern. Ich glaube, dass vielen Menschen einfach schon dieser Austausch enorm wichtig ist und sie auch nachhaltig motiviert, dran zu bleiben an einem Thema. Aber ich glaube, das ist wichtig. Man braucht langen Atem in der Bürokratie, um da die Hürden zu nehmen. Und man braucht das Vertrauen in sich selbst und auch in die Sache, die man unterstützen möchte. Und ich glaube, da leistet die Werner-Bornhoff-Stiftung einen sehr, sehr guten Beitrag und kann die Motivation aufrechterhalten, kann der Ansprechpartner sein, der Diskussionspartner und vielleicht dann auch mit zum Erfolg beitragen. Also ich bin begeistert von dem heutigen Abend, weil ich habe damit nicht gerechnet, dass ich tatsächlich den Preis gewinne. Und es haben sich jetzt im Laufe des Abends super Gespräche ergeben. Hat richtig Spaß gemacht. Also wir haben uns super unterhalten. Bin voll begeistert. Und ich glaube, dass uns das in unserer Geschichte, was wir vorhaben, eine ganze Ecke weiterbringen wird. Ja, es ist immer gut, wenn man sagen kann, ja, ich habe den Werner-Bornhoff-Preis gewonnen. Das bringt mich auf jeden Fall ein Stückchen weiter. Ganz persönlich ist es irgendwo, glaube ich, auch eine gewisse Genugtuung. Ja, Trostpflaster, sowas in der Richtung. So eine Anerkennung von außen, dass das irgendwie andere Leute auch sehen, was wir da machen. Das ist schon irgendwie schon ein cooles Gefühl irgendwie. Ich glaube, dass es als Netzwerk unglaublich gut geeignet ist, weiterzukommen, weitere Hürden zu nehmen. Man hat die Möglichkeit, jetzt mit Leuten auch zu reden, die man sonst nicht kannte. Die können einem vielleicht ein Stückchen weiterhelfen, wieder an andere verweisen. Ich hoffe einfach, dass das sich so ergeben wird. Und das ist ehrlich eine interessante Gemeinschaft, die sich hier gebildet hat. Aber dafür ist ja die Werner-Bornhoff-Stiftung eigentlich, glaube ich, da. Die möchten eigentlich sehr gerne unterstützen und damit sich die Fälle anschauen und nicht nur anschauen, sondern auch Tipps geben, wie man damit umgehen kann. Das haben wir ja heute auch bei dem anderen Preisträger gesehen. Der hat sich auch erstmal um nichts geschert. Der hat einfach nur vorangetrieben. Und das ist eigentlich die Antriebsfeder, die ich jedem mitgeben kann. Bringt es erstmal voran. Bringt irgendwas auf die Straße, was funktioniert. Ja, und dann wird vielleicht die Werner-Bornhoff-Stiftung auf euch aufmerksam.